Hallo, dies ist der zweite Teil des Bachmann-Preis-Podcasts. Und hinter mir, wenn ich mich mal so rumdrehe und man nur meinen Schatten sieht, ist das ORF-Theater in Klagenfurt. Hier fand also gerade die Eröffnung statt und jetzt wird hier noch gegessen und getrunken. Das ist alles umsonst, sodass da viele Leute sind, die mehr oder weniger der Literatur zugeneigt sind. Ansonsten wird morgen gelesen. Die Lesereihenfolge ist ausgelost worden und morgen um 10.15 Uhr geht es los. Dann gab es auch die Rede zum die Klagenfurter Rede zur Literatur von Ruth Klüger. Ja, war rhetorisch nicht so doll vorgetragen und ich hatte Probleme, mich da ein bisschen drauf zu konzentrieren. Muss man also nochmal nachlesen. Diese Rede ist zum Download natürlich auch im Netz. Interessant fand ich eher, dass Frau Klüger die Rede von einem Kindle abgelesen hat. Nicht ganz so verwunderlich, denn Frau Klüger hat sich auch schon eher als Fan des elektronischen Lesegerätes geäußert, wo man wieder dran sehen kann, dass Fortschritt keine Frage des Alters ist, denn Frau Klüger ist ja nun schon mal über 80. Also, morgen geht es weiter und ich habe heute hier auch Dennis Scheck getroffen, der wieder mal in Klagenfurt war. Er war ja mal Mitglied der Jury und dazu habe ich ihn befragt und das Interview gibt es jetzt. Und ich wünsche viel Spaß. Dennis Scheck steht hier auch vor dem ORF-Theater und ist quasi mit mir im Zug angereist. Herr Tischler steht auch vor dem ORF-Theater. Wir sind hier nicht bei der ARD bei einer Live-Schalte. Nein, sondern im Podcast des Literaturcafé.de. Herr Scheck, Sie sind quasi zweigeteilt, denn eigentlich moderieren Sie ja auch beim ersten Fantasy-Festival in Stuttgart, aber tatsächlich sind Sie jetzt hier. Natürlich bin ich hier beim Auftakt von Klagenfurt. Ich habe im Deutschlandfunk meine Sendung zu Klagenfurt, die Auftaktsendung, heute Morgen gemacht und fahre jetzt zurück nach Köln, wo ich ganz normal im Büro bin. Und abends bin ich in Stuttgart und unterhalte mich dann mit Michael Klett, worauf ich mich sehr freue, über den Hobbit, einer meiner Lieblingsromane. Nicht nur, weil er von Tolkien ist, sondern weil er so der Big Bang für eine ganze Literaturgattung ist, der Fantasy, der ich sehr gewogen bin. Man muss also tatsächlich einmal mindestens vor Ort gewesen sein. Ich meine, heutzutage kann man ja so eine Studioschalte machen. Man muss ja eigentlich nicht unbedingt hier sein. Ja, aber ich habe ja eine Karenzzeit abgewartet. Ich war ja selber mal in der Jury. Und als ich aus der Jury austrat, sagte ich mir, ich möchte nicht einer dieser lebenden Toten sein, die hier immer im ORF-Café rumhängen, sondern 10 Jahre müssen vergehen, bis ich wieder Klagenfurt darf sehen oder sowas. Ja. Und das habe ich eingehalten. Also ich bin 2002 weg, jetzt wollte ich mal nach 10 Jahren wieder mal vorbeischauen und mir das anschauen. Und ich freue mich, dass es das noch gibt und dass sich, wie mir Burkhard Spinnen heute Mittag versichert hat, absolut nichts verändert hat. Und meine eigenen Erfahrungen bislang sehen auch so aus. Jetzt nehmen Sie mir quasi die Frage vorweg. Also ist es wie gehabt? Ich meine, das Gebäude ist noch das gleiche auch sonst. Oder hat sich schon etwas geändert? Hat sich auch vor allen Dingen in der Literatur was geändert in den letzten 10 Jahren, die hier gelesen wird? Nun ja, ich habe natürlich nur einen kleinen Bruchteil der Literatur, die hier vorgelesen wurde, tatsächlich rezipiert in der Zeit. Ja, auch ich nahm ja da ein bisschen aus hygienischen Gründen dann mal eine Auszeit. Ich glaube schon, dass es einen Strukturwandel im literarischen Feld gab. Als ich da war, war es sicherlich noch so, dass es fast ausgeschlossen war, einen wirklich renommierten Autor hierher zu bekommen, weil jedem renommierten Autor klar war, dass er hier mehr verlieren kann als gewinnen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt. Gott sei Dank ist das Durchschnittsalter meiner Erfahrung nach ein bisschen angestiegen. Also es ist kein reiner Jugendwettbewerb. Ansonsten habe ich ja die Theorie, dass im Grunde Klagenfurt Dieter Bohlen und Co. verklagen müsste, denn alle Castingshows, die Mutter aller Castingshows ist natürlich der Bachmann-Wettbewerb oder wie es heute heißt, die Tage der deutschsprachigen Literatur. Aber die Frage, was sich in den literarischen Bereichen in den letzten 10 Jahren verändert hat, ist natürlich eine Frage, die müsste man in 2 Stunden beantworten. Es hat sich doch ein bisschen was getan.
Vor 10 Jahren war der Vorwurf, Klagenfurt verkomme immer mehr zum Marketing-Tool, dass Verlage Klagenfurt den Bachmann-Preis benutzen, um ihre Neuerscheinungen zu launchen, wie es neudeutsch heißt. Ich glaube, das ist einige Mal so schief gegangen, weil man die Jury doch als unberechenbar eingestuft hat, Gott sei Dank, dass die Werbeabteilungen der Verlage davon absehen und inzwischen eben tatsächlich ein fast herrschaftsfreier literarischer Diskurs da wieder möglich ist. Umgekehrt ist mir aber aufgefallen, dass die Teilnehmer ja mittlerweile schon sehr im Betrieb sind. Sie haben schon unzählige Preise gewonnen und Stipendien und. Geht man da kein Risiko mehr ein, was denken Sie? Von Jurorenseite hoffentlich nicht, weil das hat mich immer sehr geärgert, die unglaublich schwachen Texte, die ich in Klagenfurt gehört habe, von Leuten, die vielleicht im VHS-Kurs für Creative Writing besser aufgehoben wären, als tatsächlich bei einer Leistungsschau der deutschsprachigen jungen Gegenwartsliteratur. Sicherlich hat da der Open-Mic-Wettbewerb in Berlin auch ein bisschen den Druck für die junge Talentschau von Klagenfurt weggenommen. Sicherlich sind, glaube ich, auch die Juroren etwas vorsichtiger geworden. Leider ist die Konsequenz dann wiederum, dass weniger Blut fließt bei den Jury-Diskussionen, weil ich war ja schon immer eigentlich ein Freund der Krokodile. Jetzt kann ich Ihnen ja fast gar nicht so sehr viel Spaß wünschen, weil Sie reisen ja gleich schon wieder zurück. Bedauern Sie es? Naja, aber ich bin ja medial dabei. Das Ganze wird ja auf Dreisat übertragen und das lasse ich mir dann schon nicht entgehen. Außerdem verfolge ich es per Internet, kann man die Texte auch lesen, das finde ich sehr, sehr angenehm, sonst wäre das auch jetzt nicht möglich. Aber manchmal, klar, ich meine, richten Sie mal die Kamera nach oben, der Himmel ist blau, der Wörthersee hat eine optimale Schwimmtemperatur, es ist herrlich hier, blöd müsste man sein, wenn man nicht bedauert, hier abreisen zu müssen, aber um Ihnen ein Geheimnis zu verraten, ich ziehe in diesem Sommer um und wie man im Englischen sagt, I have other fish to fry. Nun denn, sind wir gespannt. Vielen Dank, Herr Scheck.